Grüße euch in mein Tageshoroskop am 5. August 2017. Die alten arabischen Astrologen sagten für die heutigen Tag, und das wiederkehrt sich immer wieder, weil das vermittelt die Mondenergie. Heute sollen wir im richtigen Ort, im richtigen Zeit zu sein, und heute kommen auch beruhigende Einflüsse. Und wir sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. Heiligen Ort, und so sehen Sie das auch die Babylonier, weil dieser Stamm, was heute wirkt, Pelagus, haben die Babylonier als Nunki verehrt, und das ist die heilige Ort. Das ist ein Kraftort, und mit diesem Kraftort können wir heute begegnen, im richtigen Ort zu sein. Natürlich auch den richtigen Zeitpunkt. Dann haben wir noch einen Glücksstern, was auch wirkt in die heutigen Tag Askelia. Und das schenkt uns heute Glücks- oder Glücksfälle, vielleicht gerade in diesem Ort zu sein. Dann nochmal ein Einfluss von einem besonderen Stern, Manubrium. Und dieser Manubrium ist die Zielbewusstsein. Das heißt, Ziele setzen, weil diese Ziele sind erreichbar. Diese Energie vermittelt zwar die Pfeile des Tierkreiszeichens Schütze, aber wirkt in die Bereich, wo sich gerade die Mond bewegt, und das ist die Tierkreiszeichen Steinbock. Mond hat gerade eine zunehmende Mondphase und nähert sich immer mehr zum Vollmond. Und wie wirkt das alles auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist etwas in Bewegung. Die Steinbock-Geborenen sollen auf diese Mondenergie achten, die richtige Zeit in die richtige Ort zu sein. Auch Ziele setzen, weil diese Ziele sind erreichbar. Die inneren Gleichgewicht behalten und nicht verunsichern lassen. Es kommen beruhigende Einflüsse von außen, was aber beunruhigend ist, das ist immer noch die Gerechtigkeit bzw. die Ungerechtigkeit. Und das sollen sie, die Steinbockgeborene, das überwinden, diese Wut zum Überwinden und nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Ein Gespräch, eine Nachricht, ein Termin oder ein Vertrag hat eine Bedeutung und es ist vorteilhaft bei den Steinbockgeborenen. Wichtig auch auf den Gefühlen achten, die inneren Gleichgewicht halten und auch in die Liebepartnerschaft auch einen Ausgleich finden, weil dieses Gleichgewicht, das ist sehr wichtig, gerade bei den Steinbockgeborenen. Und in die Liebepartnerschaft, aber auch bei Freundschaften ist wichtig, auf anderen zuzugehen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist auch wichtig die Gleichgewicht. Und das ist die Liebe, Partnerschaft, das Leben zu genießen, aber auch die Pflichten. Die Wassermann-Geborenen können mit einem Vertrag rechnen. Da sind noch zwei Unklarheiten da. Oder sollen die Wassermann-Geborenen noch geduldig sein, aber dieser Vertrag kommt. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist ein wichtiges Thema die Liebe Partnerschaft. Aber sie fühlen sich noch unsicher, weil da kommen die Erinnerungen von Vergangenheit und sie haben die Vertrauen verloren. Und die Fischengeborenen brauchen gerade die Vertrauen. Vertrauen an jemand oder Vertrauen an die Liebe oder Vertrauen an die Partnerschaft. Weil es gibt auch Kraft. Und jetzt haben die Fischengeborenen Glück und können ihren Träume leben. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen geht etwas zurück oder meldet sich jemand von der Vergangenheit. Es kann beides bedeuten. Es kann bedeuten, dass die Möglichkeiten, Chancen gebremst sind gerade. Kann auch bedeuten, dass die Möglichkeiten, Chancen sind da. Aber wiederkehrt etwas von Vergangenheit. Eine Reise ist bei Wiedergeborenen eine große Bedeutung. Und diese Reise kann auch eine innere Reise sein, eine gewisse meditative Haltung. Heute ist eine gewisse Spannung da oder Unbeweglichkeit und die Wiedergeborenen sollen ein bisschen geduldig sein, bis die Leichtigkeit kommt.
Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig die Beruf, Berufung, die Finanzen, Sicherheit, Stabilität. Und genau das bauen die Stiergeborenen gerade auf oder nehmen etwas im Besitz oder befestigen etwas. Und die Möglichkeiten sind da. Und bei den Stiergeborenen gilt auch, in den richtigen Ort, in die richtige Zeit dort zu sein. Und diese Ziele sind erreichbar. Bei den Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen wird in der nächsten Zeit auch ein wichtiges Thema die berufliche Situation sein. Jetzt sind noch Unklarheiten da und es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Aber die Zwillingsgeborenen können planen oder etwas vorbereiten und die kommenden Tagen kommen dann die Möglichkeiten, Chancen und dann spüren die Zwillingsgeborenen die Leichtigkeit und werden auch aktiv sein. Und dieser Vollmond, was sich nähert, hat für die Zwillingsgeborenen auch eine Bedeutung, weil dann bekommen sie Klarheit. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein Aufstieg. Wichtige Themen sind Bekanntschaften, Freundschaften, aber auch Liebe, Partnerschaft. Die Krebsgeborenen brauchen ein inneren Gleichgewicht und die Ruhe. Es ist auch wichtig, auf anderen zuzugehen und zuhören, was die anderen sagen. Ein Geben und Nehmen, ein inneren Gleichgewicht und die Liebepartnerschaft auch dieses Gleichgewicht zu halten. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist jetzt gerade wichtig ein gewisser Rückzug. Das ist nicht leicht und nicht einfach, weil die Löwengeborenen möchten Mut zeigen, Kraft zeigen, sich zu beweisen. Aber manchmal ist klug zum Schweigen und ein gewisser Zurückgezogenheit. Und das gibt gerade Kraft bei den Löwengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist ein wichtiges Thema die Werte, das eigene Selbstwertgefühl, aber auch die Finanzen und die Finanzen in Ordnung zu bringen. Und da brauchen die Jungfraugeborenen Gleichgewicht oder Vergleich. Gleichgewicht meine ich mit Ausgabe und Einnahme, aber auch mit etwas. Die Werte zu vergleichen. Und wenn wir bei eigenen Selbstwertgefühl sind, dann ist wichtig zu sich selbst stehen und dort in diesem Bereich nicht mit anderen vergleichen. Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist die vertraute Umgebung, ist die Bewegung oder kleinen Reisenkontakte und dass diese Aktivitäten, diese Kontakten, Gespräche helfen weiter bei den Wagengeborenen. Die Wagengeborenen empfinden etwas als ungerecht und die neigen dazu, die inneren Gleichgewicht zu verlieren, weil das macht wütend die Wagengeborenen und sie sollen aber die innere Ruhe bewahren. Ein gewisse Einschränkungen sind gerade möglich, besonders was die Liebe, Partnerschaft und Freundschaften betrifft, aber in den kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit und bei Vollmond bekommen die Wagengeborenen Klarheit und eine Weitsicht. Bei den Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist wichtig die Basis, worauf etwas aufbauen kann. Und dieses Gefühl brauchen gerade die Skorpiongeborenen. Sie brauchen Sicherheit, Stabilität und Struktur gerade. Und es ist auch wichtig, auch die eigene Zuhause, weil das gibt Kraft. Aber auch ein gewisser Ausgleich, Freizeitaktivitäten und oder Lebensfreude, weil das schenkt ein bisschen Atem bei den Skorpiongeborenen. Also es ist auch wichtig, etwas aufbauen und das ist der wohnliche Bereich und da dieser Fundament befestigen, aber eine gewisse Leichtigkeit zum Aufatmen brauchen die Skorpiongeborenen auch. In der Liebepartnerschaft haben sie Glück und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Bei den Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig die Orientierung. Und diese Orientierung können auch die Ziele sein. Und nicht von diesen Zielen ablenken
oder aufgeben, weil diese Ziele sind erreichbar. Und da zeigen sie gerade die Schützengeborenen Kraft und Mut. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.